Nein, er konnte schon, wahrscheinlich um uns zu stimulieren oder so weiter, habe ich ja war diese Geschichte bei Ivanov, wo er plötzlich gesagt hat, ich kann dir nicht helfen, gern. Es tut mir leid, vielleicht bin ich schlecht, aber ich habe in den ganzen Proben nicht einmal von dir den Ivanov gesehen. Bevor du aufgetreten Ja, bist. kurz vor Also meinem primär. Auftritt. Ja. Und hat er gesagt, aber vielleicht sehe ich ihn heute Abend. Wo war er denn während der Premiere? Er saß immer im Zuschauerraum. Er hat sich die Also er eigene saß Premiere die ganze angeguckt. Vorstellung ganz sichtbar, weil er hat ja immer das Lichtbrennen gehabt und er Ja. saß von uns aus oben gesehen immer links. Das war ein Platz, den er Mit dieser machte. dunklen Ja, Brille. ja, ja. In der gleichen Trainingshose wie Ja, zu Probenbeginn. ja, ja. Aber er war ja, ich meine, ich kenne auch kaum, ich meine, einerseits ist er sicherlich ähnlich wie George oder wie Luc ein Schauspieler verliebter. Ja. Also nichts, wenn er wirklich verliebt war, Ja. dann konnte ein Schauspiel eigentlich alles machen. Das ist eigentlich, es klingt sehr simpel. Zadek ist ja ein Regisseur, vor dem es schwer ist zu lügen, weil er alles durchschaut. Also er durchschaut jedes Mittel und er bringt dich dazu, auf Mittel zu verzichten. Jeder Schauspieler hat ja seine Ja, tausend Mittel und ja. weiß, wie er das spielt und jenes spielt. Und das nimmt er dir alles weg. Also er haut dir im Grunde genommen jedes Hilfsmittel aus der Hand. Aber nicht durch, indem er das alles benennt, sondern indem er am Ende einer Probe entweder gar nichts sagt oder sagt, es ist so langweilig, Gerd, und vielleicht solltest du mal zuhören, während du spielst. Ja. Und da trifft dann, da muss er nicht sagen, die Figur, die du spielst, die macht das und das, Ja. sondern das ist, weil er letzten Endes von dir erwartet hat, dass du alleine das behauptest. Ich bin jetzt der Ivanov oder ich bin jetzt der Shylock. Und ich weiß noch, beim Shylock war es ja so, da habe ich mich so geniert vor ihm. Erstmal, ich spiele vor einem Juden einen Juden. Um mich nun zu ermutigen, hat er zu mir auf den ersten Proben immer gesagt, spiel mir doch mal vor, wie du dir einen Juden vorstellst. Das war natürlich noch schlimmer für mich. Ja. Dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ein Jude ist oder wie man einen Juden spielen soll. Ja, also, diese Juden, die machen doch so komische Sachen, so, no, so und so weiter. Habe ich gesagt, aber das kann ich nicht. Und kam der dann und sagte, ich habe hier eine Schallplatte von Fritz Mulja, wie der jüdische Geschichten erzählt. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja wunderbar, aber das kann ich doch nicht imitieren. Und er sagte, versuch's, das ist doch egal. Und dann habe ich so gesprochen, ja, das so, na, na, und so weit habe ich so gespielt. Und er hat sich gebogen vor Lachen. Und ich habe mir Peyerse angeklebt. Und also es war eine, dann habe ich getanzt. Alles Mögliche gemacht, was mir unter Judentum Ja, einfiel. ja. Und er fand das großartig und hat dann gesagt, hätte noch nie so gelacht. Kaufmann von Venedig, er müsse jetzt 2 Tage Pause machen und darüber nachdenken, ob man das Stück so inszenieren könnte. Und dann verstrichen 2 Tage und dann sagt er, ich habe mir das genau überlegt, ich werde es nicht machen. Ich finde es viel ehrlicher, wenn wir spielen, dass du kein Jude bist, aber trotzdem bist du ein Jude. Ja? Ja. Weil es gibt viele Juden, denen man es gar nicht anmerkt, dass sie Juden sind, weil sie sich assimilieren wollen. Und du Ja. bist eben ein Jude, der sich assimilieren will. Also der hat das so studiert, was arisch sein heißt, Ja. dass der ein doppelter Arier ist gegenüber denen, die sich Arier stolz nennen. Und dann wurde alles anders. Und dann sah ich den Film Wall Street mit Michael Douglas und dann habe ich ihm erzählt, ich hätte den Film gesehen und er hat gesagt, das ist doch wunderbar, Michael Douglas ist Jude. Der Sohn von Kirk Douglas, Ja. der ein polnischer Jude und spielst wie Michael Douglas. Und das war mir natürlich ein wunderbarer Kompass. Erstmal an der Figur, dass ich anfing, einen Geschäftsmann zu spielen. Hatte ich auch Vergleichsmöglichkeiten. Mein Vater war Kaufmann und ich wusste,
von meinem Zuhause her, wie das in dieser Welt zugeht. Mhm. Wie die reden und dass sie nach außen hin so eine Art von Höflichkeit haben, aber dass dahinter natürlich eine große Eiseskälte steckt und im Abschließen von Verträgen und so weiter. Und das hat mir dann sehr geholfen. Ja. Und dann hatte er hatte ja so wahnwitzige Ideen. Da hat er gesagt beim Schlussbild, wenn der Shylock das Stück Fleisch haben will, da sagte er, zieh dir ein Smoking an und stöppe die Treppe runter. Dahin war so eine Operettentreppe aufgebaut, ja, am Ende der Bühne. Ja. Und ich sollte von oben auftauchen und steppen mit dem Stöckchen und Smoking runterkommen. Ja. Ja. Und das habe ich dann auch probiert und dann hat er gesagt, nein, tritt lieber auf mit einem kleinen Koffer. In dem Koffer hast du ein großes Messer und eine kleine Küchenwaage. Und dann habe ich ja die Szene so gespielt mit diesem, das heißt, ich habe alles ganz ruhig gemacht, den Koffer aufgeklappt, die Küchenwaage rausgetan, habe ich da hingelegt, das Messer gewetzt, das an meinem Schuh gewetzt. Und so wurde der ganze Vorgang der, also dieser Einlösung des Papiers eine ganz eiskalte Sache, also gar nicht von einer Rache geschüttelter Shylock. Und bis es dann zu diesem Moment kommt, wo die Portia sagt, halt, aber ohne ein Tropfen Blut. Und da hat er ja das verloren. Ja. Und das war ja seine Art, er sagte, du gehst nicht von der Bühne zerrissen und verzweifelt, wie das Kortner so genial gespielt hat, sondern du gehst weg und sagst, okay, diesmal habe ich verloren, aber morgen komme ich wieder. Und dann komme ich mit einer Waffe wieder. Mhm. Ne? Ja. Das sind so Sachen, muss ich wirklich gestehen, auf die wäre ich nie gekommen, ein Stück so zu erschließen. Und wenn du sagst, man konnte Zadek nicht belügen, weil er den Mittel durchschaut hat, was war der Unterschied in der Arbeitsweise von Luc Bondy? Der Luc ist, wie soll man sagen, ein ungemein intelligentes Kind. Ein ungemein fantasievolles Kind. Aber ich betone ein Kind. Mhm. Und das, was der Zadek sozusagen auch an Autorität hat, an Ausstrahlung. Ich habe immer oft ein bisschen Angst vor ihm gehabt. Ich hatte auch Angst vor den Verletzungen, die er austeilen konnte. Mhm. Und Luc ist ein Mensch, der eigentlich gar nicht in der Lage ist, einen Schauspieler zu verletzen, sondern eigentlich nichts will, als dass man Spaß am Spielen hat. Ja? Und der dann aber im Detail sehr genau arbeitet und genau weiß. Aber diese Art von Anarchie, die Zadek erzeugen konnte beim Spielen, dagegen war Luc ein ganz strenger Regisseur, der also genau wusste, wie wir diese Szene so spielen hatten und so. Und umgedreht war auch interessant, dass Luc Zadek sehr verehrte und Zadek auch ihn sehr mochte. Ja. Aber ich weiß noch, wie wir Rosmersholm in Berlin gespielt hatten, da kam der Zadek zu mir in die Garderobe und sagte, du hast das gut gespielt heute Abend und wir machen zusammen den Totentanz. Und nur ich möchte dich um eins bitten. Du hast jetzt in den letzten Jahren viel mit Tabori gearbeitet, mit Luc. Und das ist ein Ironiker. Ich bin kein Ironiker. Mhm. Und bei mir gibt es Ironie nicht, sondern was ich sage, ist ohne Ironie gemeint. Und das fand ich ziemlich hart, weil ich dachte, also Luc und Tabori haben auch nicht ironisiert. Ja. Aber für ihn war das so. Darin hat er die Unterscheidung zwischen Tabori und Luc und sich gesehen. Und natürlich gibt es etwas, worin er bestimmt recht hat, dass seine Sachen dann, wie soll man sagen, also war mehr daran interessiert, dass du dich in dieser Rolle nicht nur verlorst, sondern dass du auch erkennbar als ein Spielender war. Also zwei Dinge, die sich eigentlich ausschließen. Ja. Und was
die beiden anderen liebten, ich sage das Komödiantische, das mochte der Zadek auch, aber auf eine andere Weise, nämlich auf die Weise, dass man unverwechselbar war. Mhm. Also jeder Schauspieler seine Eigenarten behielt. Dadurch entstanden natürlich so enorme Schauspieler wie Wildgruber oder wie Mattes oder wie Lause, ne? Um nur die drei zu nennen. Man las ein Stück und man las es jeden Tag, 3 Wochen lang. Und da habe ich zum Hermann gesagt, sag mal, tut ihr nur diese Stücke lesen? Sagte, eines Tages wird der Moment kommen, wo wir spielen werden. Das kann ganz plötzlich sein. Habe ich gesagt, und dann lässt er das Stück spielen. Ja, aber es geht doch gar nicht. Wir können doch noch gar nicht den Text und so. Und dann sagt er, das ist ihm scheißwurscht. Und am nächsten Tag tatsächlich waren diese Tische, an denen wir immer gelesen hatten, weggeräumt. Wir sollten uns Kostüme anziehen, die da hingen auf so Kleiderständern und das ganze Stück durchspielen. Und das war für mich zutiefst blamabel. Ich wollte nun ja auch irgendwie gut sein vor dem Mann und es war verheerend. Und als es vorbei war, nach 5 Stunden, wurde uns gesagt, wir sollten nach Hause gehen und morgen das gleiche nochmal. Und allmählich überwand man bei diesem Durchspielen, überwand man das alles, die Scham, und probierte natürlich immer frecher aus und hatte eigentlich nur das Buch in der Hand. Mhm. Und ich habe dann immer mit Hermann anschließend gesprochen und gesagt, sag mal, gefällt das dem Zadek? Oder der sagt ja gar nichts. Dann hat er gesagt, das ist mit Zadek ist das eine Sache, das ist wie eine Art Liebesgeschichte, die er mit Schauspielern hat. Und ich habe das Gefühl, der ist total in dich verknallt. Da habe ich gesagt, also hör mal, das würde ich ja wohl am ehesten selber merken, aber von verknallt kann ja gar nicht die Rede sein. Der sagt ja kein Wort zu mir. Ja, aber ich beobachte es, der schaut immer zu dir hin und so. Und dann kam dieser schreckliche Tag, wo Zadek plötzlich, wir spielten es wieder durch, sagte Stopp. Und dann kam er auf die Bühne rauf und ging auf mich zu. Und ich hatte das Gefühl, es kann nur um mich jetzt gehen. Mhm. Und dann legte er den Arm um mich herum, was er ja oft tat, wenn schwierige Situationen waren, und sagte zu mir, was ist mit dir los, Gerd? Hast du keine Lust? Oder? Doch, habe ich gesagt, eine große Lust. Nee, das mag ich gar nicht. Und ich verstehe, ihr kommt aus einem Kindergarten bei Peimann und der sagt euch natürlich immer, was ihr machen sollt. Bei mir wird nichts gesagt. Ich sage den Schauspieler nichts. Möchte sie eigentlich nur spielen sehen. Habe ich gesagt, ja, aber ich weiß ja noch gar nicht. Ja, mach doch irgendwas. Und du bist doch eitel. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich. Aber sagt er, zeig doch mal deine Eitelkeit. Du versteckst deine Eitelkeit. Und ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du auftrittst, stell dich vorne an die Rampe und stehe mal 3 Minuten da und sage, ich bin der bestaussehendste Mann der Welt. Und das war die Hölle. Ich stand da vorne an der Rampe ohne Text und sollte mir innerlich sagen, schauen Sie, meine Damen und Herren, sowas haben Sie noch nie gesehen. Ich habe das nur eine halbe Minute durchgehalten, habe abgebrochen. Er hat aber auch nichts gesagt. Und dann eines Tages machte ich das wieder. Ich war schon geradezu aggressiv gegen ihn, weil ich dachte, nee, das ist nicht ein Mann, mit dem kann ich nicht. Und ich weiß gar nicht, hier diese Art und Weise, wie die miteinander umgehen, das ist mir alles so fremd. Und dann habe ich das wieder gemacht und dann kam er anschließend und sagte zu mir, heute war es übrigens toll. Ich war vollkommen verblüfft. Ich habe gedacht, was ist mit Gerd passiert? Und dann dachte ich, naja, was ist mit mir passiert? Ich weiß ja selber nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe doch genau dasselbe gemacht wie immer. Und dann habe ich gedacht, vielleicht, weil ich so eine Wut auf den habe, vielleicht kommt das so raus. Vielleicht kommt das so als Eitelkeit auch raus, eine Wirkung nach außen hin. Und am nächsten Tag machten wir das wieder und ich dachte an diese Aggressivität. Und dann brach er ab und sagte, schau, das ist alles wieder weg. Und er sagte, wieso alles wieder weg? Ich habe doch genau das gemacht, was ich gestern gemacht habe. Ja, aber du bist heute so aggressiv. Und dann habe ich gesagt, ja, aber... Ich weiß gar nicht, ja, ich kann dir auch nicht helfen, Junge.
So ist das bei mir. Ich kann den Leuten nur etwas sagen zu den Figuren. Ich kann ihnen sagen, mach nichts. Und vielleicht musst du auch mal nichts machen. Da habe ich gesagt, wieso? Nichts machen? Ja, nichts machen. Lass es doch einfach mal langweilig werden. Und tu mir nicht unentwegt beweisen, dass du ein guter Schauspieler bist. Da habe ich gesagt, das habe ich aber nicht versucht zu beweisen. Doch, ich habe immer das Gefühl, du erklärst mir das, was du da oben machst. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe ich gesagt, aha, ja, vergiss mich unten. Und dann habe ich ganz allmählich gelernt, dass man bei ihm vollkommen für sich allein suchen muss. Und wenn er in dieser Suche eine Art von Wirklichkeit, die du hattest, deine eigene war, dann hat er das akzeptiert, dann konntest du alles machen. Ja. Und das war für mich insofern die erste unglaublich wichtige Begegnung in meinem Beruf, so zu arbeiten.